Sie haben ja eine Trendfarbe heute an, weiß. Es ist die Farbe des Sommers. Ach komm. Ja, weil ich dachte, man muss ihn ja jetzt mal extrem rufen, wo es doch so eisekalt geworden ist. Wem drücken Sie denn heute Abend besonders die Daumen? Ganz besonders natürlich dem Film, in dem ich mitgespielt habe, der auch nominiert ist, Kehrtwende. Und da nochmal ganz, ganz besonders Dietmar Bär. Es ist ja wirklich echt ein harter Film gewesen, ja. Der sich ja wirklich mit einem Thema beschäftigt, das häufig nicht so angesprochen wird. Nee. Wie haben Sie sich entschieden, diesen Film mitzumachen? Warum? Gerade weil das also ein extrem gutes Drehbuch war und dieses Thema Gewalt in der Ehe nicht so, so behandelt wurde, wie als wäre das so ein Phänomen, das sich nur in bestimmten Gesellschaftsschichten abspielt, sondern es geht ja da um einen wirklich sehr sympathischen Lehrer, der sich also auch sehr kompetent ist, mit seinen Schülern umgeht, der aber sich nicht im Griff hat, wenn es um seine Frau und seinen Sohn geht. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass Gewalt in der Familie ganz oft nicht etwas ist, was man den Leuten ansieht und was auch vielleicht im Alltag sonst so eine Rolle spielt, sondern dass eben explizit da einfach auch eine Störung vorliegt, also in der Beziehung oder eben auch in den Menschen, dass der mit seinen Aggressionen nicht richtig umgehen kann. Und das, finde ich, ist da auf eine tolle Weise gezeigt worden. Also man hat einfach nie bei Dietmar Bärs Darstellung auch das Gefühl, was für ein Arschloch oder so, sondern das ist einfach ein Mann wie du und ich, also wir beide jetzt nicht, aber ja. Dann ganz viel Spaß heute Abend und Danke. Ich drücke die Daumen.